Johannes Buhlmann, Olmdorfer Weg 70, USE 15051. 13403 Berlin, 2015, 3. März. An Redaktion Christ in der Gegenwart, Freiburg im Breisgau. Sehr geehrter Herr Chefredakteur, aufgrund meiner naturwissenschaftlichen Vorbildung habe ich eine andere Vorstellung von dem Begriff Gesetz. Gottes Gesetz der Schöpfung verbietet total. Was nicht erlaubt ist, geht nicht und kann auch nicht gängig gemacht werden. Davon abgegrenzt sehe ich die Propheten, denen Jesus auch Moses zählt. Die schließe ich aus Matthäus 5, Vers 18 und 19. Das Gesetz ist unveränderlich, Gebote verändern ist strafbewehrt. Moses und die Propheten empfingen von Gott die Offenbarung, die in diesem nächsten übersichtlichen Gesetzwerk zurechtzufinden. Moses und die Propheten beschrieben die Beschränkungen aus dem Gesetz, die in zeitlicher Folge einer Sünde erkennbar werden. Nicht wahr, niemand stirbt, wenn er aus dem 14. Stock springt? Im Gegenteil, die ersten 13 Stockwerke sind wunderbar schwerelos. Dann kommt der Eckstein. Ehebruch ist so gesehen eine ganz erquickliche Sache, die allerdings nicht in temporaler Folge als Sünde erkennbar wird, sondern transpersonal. Tantrische Sexualmagie, beispielsweise das Tantra des Großgrausig-Schrecklichen, hat sich nicht ohne Grund über die Jahrtausende erhalten und erlebt als Zeichen der Zeit, o tempora, o mores, eine Renaissance. Sexualität geht gewiss mit einer Lockerung der Ich-Grenzen einher, was im Paradies kein Problem darstellen würde. In einer Welt des Fleisches jedoch, da nicht alle Engel sich dem göttlichen Befehl zum Dienst dem Menschen unterwerfen, insbesondere der Herr Satan ist zu stolz dafür, so sagt es jedenfalls Mohammed, geht die Lockerung der Ich-Grenzen mit einer Beschmutzung der Seele einher. Vielleicht sollte man auch einmal darüber nachdenken, möglicherweise laut, was das Ganze denn nun mit dem Irrwahn bei übermäßiger Trauer um das verstorbene Kind nach Buch der Weisheit, Kapitel 14, Vers 14 zu tun haben könnte. Weiterhin trage ich von Wissenschaft im Sinne einer naturwissenschaftlichen Betrachtung der Welt einen anderen Begriff im Herzen als den der allseits beklagten Verwissenschaftlichung der Welt zugrunde liegenden. Das, was da als Rationalisierung des Erkennens verkauft wird, ist übelste Demagogie. Ersatz der Religion von Gott, gleich welcher Provenienz, durch Religion vom Menschen. Nun will ich aber dem Rat von Pater Sebastian Painardat folgen und meine zwischenreligiöse Fastenmeditation fortsetzen. Bin schon mit Suche 33 fertig. Erste Hochrechnungen ergeben eine Daldorfer Zitatensammlung von etwa 600.000 Zeichen bzw. 200 Schreibmaschinenseiten. Was macht denn sowas abzüglich Tantiemen für die Übersetzenden in Euro? Einheitsübersetzungstext ist nicht dabei. Bei der katholischen Bibelgesellschaft bin ich schon nach der dritten dummen Stichwortanfrage aus der Online-Bibel rausgeflogen. Mit freundlichen Grüßen, J. Buhlmann.